nur Spreu im Winde. Gehen wir mal zurück in die Stadt, ich muss verkaufen. Kein Platz mehr. Die Leute, aber warte. So, guck mal, wirklich der richtige Weg. Ich meine, das ist natürlich der richtige Weg. Also, okay. Ja gut, ich geh auch mal in die Stadt dann. Auf in der Gegner. Ich bin überlastet. Ist er hier lang, ey? Oh Scheiße, machen die viel Schaden, Alter. Oho. Rabin, ey. Hier oben lang irgendwo. Alter. Ach, da unten. Boah, da war noch so ein Haufen Gold rumgelegen. Gold, das deinen Namen trägt. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem, mit anderen Worten Götter, und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Wir müssen einfach richtig sein. Ja, hier kommen auch zu viele Gegner, oder Skarabäen eher gesagt. Und das ist doch so groß, das muss richtig sein. Da kommt da ein Schild. Nee, da kommt ja einfach dieser Rückrufstein, mit dem du dich wieder rausteleportierst. Der an sich dieses Symbol ist so, ha, verarscht. Du bist jetzt 1,5 Stunden auf diesen fucking Dungeon gelaufen, nur damit du zurückgehen kannst. Scheiße, ich häng dir fest, kannst du mal kommen, ich sterbe. Ja, okay, ich doch nicht, aber ein bisschen Hilfe damit. Was? Der sieht doch mal auf Hilfe. Ja, gegen Barisan. Da ist er schon, so ein Big Babbo, und braucht er noch Hilfe, also. Wir haben erstmal Erfolg bekommen, ey. Das schafft ihr nicht. Ich würde zurückgehen. Ich kehre in die Stadt zurück. Verkaufen da hier. Hab ich denn eigentlich? Weißt du, du bist noch. Brauche ich nicht. Schaden macht der Magiestab, den ich da habe. Hoffentlich seid ihr nicht mein letzter Kunde. Der wäre für Fox richtig gut, ey. Aber du bist ja nicht in der Stadt, oder?
Kann nicht verkaufen, hallo. Da. Kauft einfach gerade den Stab, den ich brauche. Kannst du haben. Der ist für Level 5. Hast du gehört, Foxy? Ey, da will mir auch Geld abknüpfen. Ich hab kein verkaufen, Geld. Verkaufen, ey. Nein, der ist... Abschluss von 5, ach du bist von 5. Hm? Ja, Foxy, bleib mal stehen. Okay. Doch neben dir. Ja, ich hab noch nicht geladen. Und gut. Wie viel Schaden machst du jetzt? 27.000. Echt? Ja. Ist das viel? Ich hab's schon ohne den Stab gemacht. 18.000. Boah. Das habe ich ihn zu mächtig gemacht im PvP. Ich werde so piu piu tot. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Keine Ahnung, hier ist noch ein Kleid. Ne, hier ist auch nicht mehr. Doch, da ganz, ganz. Doch, da in der Richtung ist noch irgendwas kleines. Hier ist aber noch ein dünner Gang. Such hier jetzt kein Hach, ich hab dich verarscht. Stein finden. Hier geht's auch noch lang. Oh, hier ist was. Ja. Ja. Was hier ist? Doch, doch, abgeschlossen, ihr habt's geschafft. Oha, ich komm dann mal nach. Oder was ist das jetzt? Eins, ich hab dich verarscht. Oh. Ich glaube, betretet den Wilddurchgang. Wo geht's denn nach Hammam? Das ist der, ich hab euch verarscht, Stein. Es gibt ein, jetzt müssen wir noch einen Tempel machen. Es gibt insgesamt 4 Stück davon. Und wir haben nein, wir haben jetzt den richtigen, aber... Weil es gab 4 und einen davon haben wir weggemacht, als wir den Stein darunter gedrückt haben. Ach so. Ey, toll. Von einer 1 zu 3 Chance schaffen wir es aber nicht, gell? Naja. Wie viel Schaden macht ihr denn? Ich mach 20.000. Ja, ich auch. Weil ich Foxy den Stab gegeben habe. Das ist jetzt OP. OP Gandhi. Europa und nein, ich wollte schon Europa und alles doch. Ich hatte das Spiel echt zu viel gespielt. Ja, du hast auch Ferien gehabt. Ich hab mal Zeit für noch eine Runde. Was denn hier? Oh shit, oh shit. Ach du Kacke, ich muss wieder gehen. Ihr könnt ja euch einfach zu mir teleportieren. Ach du Kack, ich glaube ich sterbe jetzt. Ich hab dich holy jetzt. Shit! Mach ich hab die Karte geöffnet, nein! Durchgang, ah, sauber. Hilf mir mal. Ja! Wart mal zu mir, bitte! Wir müssen looten. Die looten, ich bin gerade am Verrecken. Das Gegner, den müssen wir töten. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie du da durchgerascht bist. Ja. Also, der durchgerannt ist. Aua! Fuck, sie ist tot. Hast du gesagt, jetzt rennst du nicht mehr. War zu hart, Mann. Und was mit Zillard? Auch gerade am Vorrecken, aber am Abhauen. Moment, nein. Neues Ereignis. Moment mal, Zillard war doch vorhin da ganz vorne. Als ich rein ja, bin, war er gerade so ganz vorne an gegen diese Dinger kämpfen. Was? Ja? Was nein, ich hab gesehen, wie du da dran standest, auf dich eingeschlagen hast. Dann laufe ich an dir vorbei, benutze den Heilbrunnen, geh an diesen Dinger vorbei. Oh, in der Zwischenzeit bist du wahrscheinlich nach da vorne geraged. So durchgerannt. Verbrennt im Licht.
Oh. Ich will nicht den anderen Strahlhammer an. Das war jetzt bei 59. Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Heute ist nicht euer Tag. So. Okay, warum halte ich jetzt 5, Bitch? Ich kann mich deswegen wohl gern haben, wie man sich einfach so in 5 Leute aufteilt. Segen des Lichts. Wo konnte das machen? Ist der schwach geworden? Hey, ist da hinten noch irgendwas? Ah, das ganze Durchwaschen hat nichts gebracht, ich muss den anderen Weg gehen, ey. Da geht's, da ist nichts mehr. Außer vielleicht Loot irgendwie. Weiß ich ja nicht. Oh, da ist noch eine Truhe. Da ist noch so ein Dragon Dub. Da kommen ein paar Gegner nur mal so. Diese die Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Die sind schon tot. Ihre Körper wurden aus den Wassern und der Erde des Marschlands selbst geformt. Das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen dort eingehaucht. Sind schon tot. In ihnen schwelt eine grüne Pest. Ja, vielleicht gerade zu teleportiert. Ja. Heute ist nicht euer Tag. Keine Schlinge. Weißt du, ich sehne mich so nach dir, darum habe ich mich dahin teleportiert. Oh Mann, zurücklaufen. Warum? Gold! Ah. Meine Seele wird hier abgesaugt und ihr noch Gold. Nicht. Na, ich bin am Töten. Ich töte die Fleisch im Monster hier. Oh oh, ja. Ich sollte nicht stehen bleiben, sonst bin ich nämlich tot. Foxy, der ist ja. Der fällt dann in das Umschlag um wahrscheinlich. Gegner. So, ich kann hier durch. Wirfst du irgendwas auf ihn an? Foxy tot. Ja. Ich sag nur Foxy, da so Blitzkugel, Foxy tot. Ja! Ich bin am Ende! Ach, hier ist was. Verbrennt im Licht! Nach vielen gescheiterten Versuchen endlich da. Juhu, noch 2 Parts. Echt? Das waren echt 2? Ja. Oh, keine Ahnung. 2,5. Ich hab keinen Timer mitlaufen oder so. Ja. Oha. Du hast ja auch kein zweites Bildschirm, oder? Ja, da musste der Asker von YouTube mal jemanden zweiten Bildschirm kaufen. Ja, dauert glaube ich dann, aber bei dem Gehalt monatlich 17 Jahre. Jahrhunderte. Oh. Diese Jahrhunderte. Ich bin bloß so faul. Ich kaufe immer so viel anderes Zeug davon, weißt du? Ich bin ja so rich, darum gebe ich immer mein ganzes Geld immer so aus. Für irgendwelches Zeug. Weil selbst wenn es so Zeug, was ich gar nicht brauche. Ja. Muss einfach so. Nee, ich spiele Dragon Ball nicht mit Maus und Tastatur. Ja, ich kaufe mir einen Controller. Was mache ich? Spiele mit Maus und Tastatur, weil der Controller nicht da ist. Und kann es da bis dahin so gut, dass es eigentlich. Wann bin ich da? Recht einfach ist. Aber noch nicht da? Mhm. Was klar. Doch, noch? Der Controller ist der da. Der Controller ist schon da. Ich wollte gerade sagen, macht euren Frieden. Jetzt! Ich wollte gerade sagen, ja, aber es geht nicht darum, ob das oder ob auch benutzbar ist. Weiß ich nicht. Schon wieder. Geht eigentlich mit den ganzen Gegnern, die mich verfolgen. Also. Bleiben die einfach stehen bei euch dann, oder? Ja. Dann wollen die Asker fressen.
Ja, aber im Namen des Lichts. Der haut hier so alle zusammen, also. Oh, irgendwelche blauen Gegner, schnell weg da. Vorzüglich! Diese Kreatur muss. Ah, es geht überall einfach weiter. Ja. Vorzüglich. Ich hab den Ausgang gefunden. Kommt her. Okay. Nicht genug. Oha, liegt da viel Gold. Ach, die goldene Kammer, cool. Wo ist die goldene Kammer? Wo? Ah, den ist noch nicht tot, oder? Oh. Verbrennt im Licht. Dann gibt's halt keine goldene Kammer für euch, ey. Was? Papa, ich will da rein! Guck mal, da müssen wir rein, Oscar, hier! Ja, Moment, wir müssen aber diesen komischen Wächter da töten jetzt mal. Noch einen. Die Wahrheit. Ich glaube, wir haben es einfach falsch übersetzt. Sollte nicht wahr stehen mit H, sondern einfach mit R. Zu Krieg. Ich glaube, ich sterbe. Oder? Ja. Bilder rein, los. No. Richtig dicke Kiste. Irgendwas Legendäres, oh. Weißt du, so eine richtig dicke Kiste, da kommt so wenig Zeug raus. Das ist. Das ist schlecht und erbärmlich und so. Oh, ich habe ja einen legendären Ring bekommen. Bitte wieder zurück. Oh la, ein Fool. Kniet nieder vor Zakharum. Wo ist denn Foxy eigentlich? Da, hier. Oder bist du das? Also ich bin auf halbem Weg dahin. Ich sehe bloß so ein bloß das blaue von Ding von Zillord. Weit. Ja, mein Galaxie. Erst mal Schluss. Ja, und ein Galaxienentfernung. Die Stadt ist eine andere Galaxie und so. Gleich wurde von Scotty geportet.
Heute ist nicht euer Tag. So, ich bin da. Also gehen wir. Warte. Muss noch ein Skill anpassen. Und Ausrüstung. Und Zillard spuckt auf den Boden. Diese Musik. Okay, wir können gehen. Also nach Adria mache ich mal Schluss. Weil dann haben wir genau die Hälfte. Den Rest können wir dann morgen machen, oder? Nein, das geht nicht. Wieso? Ich morgen für die Schule mein PowerPoint-Präsentation machen muss. Also. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Vorbei. Wieso auch? Ich frage mich immer nur, wieso passiert das da eigentlich? Wir brauchen diesen Pool. Mein Gott, sie ist jetzt Kerrigan. Ja. Die Königin der Klingen. Ach so ist alles der Kopfball schon. Kerrigan. Wir sind Voll. Die Herren unseres Schicksals. Wow. Weil die allein die schon stärker als Diablo. Die macht Foxy sogar Schaden. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid diejenige, die ihn befreit hat. Ein Diablo kommt immer wieder. Ja, ich werfe ja kein Diablo ein. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Ja, ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich bestimmt ein Diablo 4, weil das Zeug verkauft sich ja so gut, dass du musst immer so Diablo immer confirmen und sonst irgendwas machen, also... Wie Half-Life. Ja. Half-Life 3 confirmed, aber immer noch nicht da. Ja, plus Illuminati. Mein Glaube wird belohnt. Diablo wird zurück. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Kein Platz mehr. Wisst ihr es? Zurück. Ich muss zurückkehren. Also ich würde sagen, wir gehen noch schnell in die Stadt zurück, machen da unseren Kram und dann, ihr macht doch schnell das Hauptquest-Dings da. Okay. Das ist schon fertig. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael, also muss er dort sein. Ich kehre in die Stadt zurück. Die nächste Story-Mission machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ja. Da sprechen wir am besten links erst beim nächsten Mal an. Tyrael. Wollte ich auch sagen. Oder Foxy? Ja, ist okay. Na.
Boah, ich kann mir gerade vorstellen, wie geil es gewesen wäre, hätten wir im Hardcore-Mode gespielt und Foxy würde ankommen und einfach direkt sterben. Aha. Das wäre so geil gewesen. Dann hätte ich es hinter mir gehabt. Ja. Ja gut, wir würden mal sagen, das war Diablo 3 für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, Sasa. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, wir nehmen es am besten nächsten Samstag auf. Das ist... Für euch ist es dann direkt im Anschluss. Genau. Am nächsten Tag. Ciao, ciao. Nächste Woche. Ja, ciao, meine Bimbos und so, Sunbros, bis zum nächsten Mal.